Naja, weißt du, und dann habe ich zu den Leuten von Cyberpunk gesagt, so, das ist deine Safety-Variante. Da müsst ihr aber noch Polish. Oh. Ach, schönen guten Tag, hallo. Sie wollen sicherlich zu Gamescom TV, ne? Da seid ihr hier genau richtig. Ja, wir haben wieder ein tolles Themenpaket geschnürt aus Gaming-Themen und Entertainment-Themen. Tja, und womit fangen wir an? Ja, mit einem Spiel, das, glaube ich, dich besonders interessiert. FIFA 19, der neueste Kracher für alle Ballsport-Fans, hat ja jetzt einige coole neue Lizenzen, zum Beispiel Champions League und die Frauenfußball-WM ist auch dabei. Tatsächlich? Mhm. Ja, sag mal, brauchst du mich noch oder kann ich mir das angucken gehen kurz? Guck dir das halt schnell an. Dann könnt ihr das zusammen fertig machen und ich gehe dann eben los, ne? Okay, danke, Nils. Moderator Nils. Dann schauen wir rein. Ja, ich war bei EA und habe mir FIFA 19 angeschaut. Und bei einem Titel wie FIFA 19 ist es immer sehr schwierig, die Neuerung irgendwie direkt am Anfang zu erfassen. Denn man sitzt da, spielt eine Vorabversion, die noch gar nicht vollumfänglich ist und hat dann so vielleicht maximal 2-3 Partien. Und in dieser Zeit, die ganzen Neuerungen zu verstehen, zu verinnerlichen und euch jetzt zu kommunizieren, das ist gar nicht so einfach. Denn natürlich ist es für den Außenstehenden immer noch ein Fußballspiel und ich glaube, erst wenn man wirklich sehr, sehr viel spielt, dann erschließt sich einem wirklich, was der Unterschied ist zur alten Version. Mein Eindruck ist, dass es ein bisschen langsamer ist als FIFA 18. Das ist auch offiziell so von EA kommuniziert und es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, die gerade für Vielspieler total interessant sind. Zum Beispiel beim Spielerwechsel. Mit L1 wechselt ihr ja den Spieler und oft ist es so, dass man den Spieler bekommt, den man gar nicht möchte, weil man eigentlich den anderen will. Und jetzt ist es also so, dass man ein kleines graues Dreieck über dem Spieler sieht, den man als nächstes anwählen wird, wenn man L1 drückt. Das ist eine Kleinigkeit, aber die ist für Leute, die viel spielen, sehr, sehr hilfreich. Insbesondere Kollege Eddie zum Beispiel, der meckert immer wieder über diese Dinge. Es gibt natürlich auch ein paar neue Lizenzen. Das ist ja immer auch so ein Wechselspiel mit Pro Evolution Soccer. Wer klaut wem jetzt welche Lizenz? Im Moment hat FIFA da natürlich ganz klar die Nase vorn. Es gibt die offizielle Champions League, es gibt die Frauenweltmeisterschaft. Es gibt einige Ligen, die neu hinzugekommen sind. Und natürlich gibt es immer wieder so kleine Anpassungen im Gameplay. Es gibt zum Beispiel einen Schussmodus, der es einem erlaubt, noch mit ein bisschen Nachhilfe, indem man das manuell noch nachdrückt sozusagen, ein bisschen mehr Präzision und Kraft in den Schuss zu bekommen. Es gibt veränderte Bewegungsabläufe, für die Ballannahme ist ein bisschen anders. Es soll intensivere Duelle um freie Bälle geben, sogenannten 50-50-Zweikampf. Es sind ganz viele kleine Elemente, an denen wieder rumgeschraubt worden ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wird sich dann erst im intensiven Test, wenn ich zu Hause bin und Partie um Partie um Partie spiele, wird sich für mich erst peu à peu rauskristallisieren, wo für mich die Vorteile gegenüber FIFA 18 sind und wo die Nachteile sind. Denn es ist ja auch oft so bei FIFA, dass ein neues Spiel kommt und dann wird es gepatcht, gepatcht, gepatcht. Und erst so kurz bevor der Zyklus endet und wieder das neue FIFA kommt, ist das eigentlich so richtig rund erst. Ja, und dann muss ich mal schauen, ob FIFA 19 dann gegen ein mittlerweile sehr rund gepatchtes FIFA 18 auch bestehen kann. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich denke, das sind einige sinnvolle Neuerungen. Und wie jedes Jahr werde ich natürlich im September, wenn das Spiel rauskommt, auch von Tag 1 wieder am Start sein. Ja, so viel also zu FIFA 19 und hinter uns findet auch gerade Battle Royale The Future of Esports statt, eine Keynote, in der es sich auch um Esports dreht und Nils, auch bei FIFA spielen sich die Jungs ja die Bälle zu, so wie du und ich quasi. Unfassbar, ja, eine Passmaschine sind wir beide, Barcelona des Moderierens. Ja, FIFA ist natürlich auch ein Esports-Titel, das ist nicht nur ein Breitensport-Titel in der realen Welt, sondern das wird eben auch im Esport sehr viel gespielt und immer mehr Clubs, echte Fußballclubs, haben auch tatsächlich E-Sports-Teams in ihren Reihen. So zum Beispiel der FC Schalke 04. Und Marc hat sich mal mit den Spielern dieses Teams unterhalten. Ja, ich sitze jetzt hier mit jemandem, der möglicherweise im Ansatz vielleicht so viel Ahnung vom FIFA haben kann wie Nils tatsächlich. Man weiß es nicht. Das gilt es jetzt zu überprüfen. FIFA ist dein Job quasi. Das genau. Kann man so sagen. Ja. Dann ist natürlich die brennende Frage für uns hier auf der Messe. Ihr spielt, glaube ich, noch professionell in FIFA 18, oder? Ist so. Aber du hattest bestimmt schon die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern in FIFA 19. Was ist deine Meinung? Was hat sich getan? Was hat sich verbessert? Oder sagst du, verdammt, das muss ich bald spielen, ich will doch bei 18 bleiben. Wie sieht's aus?
Also, ja, es ist ja jetzt so, dass die FIFA 18 Saison vorbei ist. So, wir haben jetzt praktisch so eine kleine Sommerpause, bis halt dann FIFA 19 kommt. Ich habe jetzt hier auf der Gamescom schon die ersten Eindrücke sammeln können. Es wurde an ein paar Fehlern gearbeitet. Es gab in FIFA 18 einen Fehler, dass nach einem Anstoß immer es sehr leicht war, Tor zu schießen für den anderen. Das war ein bisschen nervig, weil man hat ein Tor gemacht und dann hat man oft wieder halt direkt einen reinbekommen. Und das wird jetzt hoffentlich behoben, macht aber einen sehr guten Eindruck. Und ich glaube, jeder FIFA-Spieler, der freut sich schon wieder einfach auf den neuen Teil, die ganzen neuen Sachen testen. Und ich mich natürlich auch. Gut, wir sitzen hier auf der Gamescom. Was geht hier ab in Sachen FIFA? ESL ist ein Thema hier und so weiter. Kannst du kurz sagen, was hier eigentlich los ist? Am Mittwoch war die ESL-Meisterschaft in FIFA. Da war das große Finale. Und ansonsten haben wir hier die beiden großen Stände noch von FIFA 19. Ich war jetzt eben auch noch mal da. Da ist halt einiges los. Ist immer cool, dann die Leute zu treffen, weil die anderen halt kennen wollen. Kurz ein Foto machen und so. Bin ich immer gerne hier, um dann ein bisschen mit den Leuten so zu interagieren. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich auch unseren Backstage-Bereich, wo wir dann selber das Spiel halt ein bisschen spielen können, okay, wo wir dann nicht uns anstellen müssen. Das ist natürlich dann der Vorteil. Und da, naja, kann man dann halt so wirklich so den ersten Eindruck sammeln. Ist auf jeden Fall ziemlich cool hier. Wer dich über Twitter verfolgt, der merkt ja, dass du schon mit Schalke sehr verbunden bist und eben nicht einfach dahin gekauft wurdest und jetzt für Schalke zuständig bist. Aber es ist schon so, dass es insgesamt eher positiv ist, dass die Vereine einsteigen, auch wenn sie dann jemanden einkaufen, der vielleicht gar nicht so verbunden ist ursprünglich mit dem Verein. Ich meine, das ist ja auch so der Sport. Also das ist ja in jeder Sportart, dass sich halt die Teams dann irgendwelche neuen Spieler kaufen. Ich habe halt das Glück, dass ich bei meinem Lieblingsverein spielen darf und wir freuen uns auch über jeden weiteren Bundesligisten, der halt einsteigt. Ich gehe davon aus, dass in spätestens 2 Jahren wir auch dann eine Bundesliga haben. Vielleicht so ähnlich so wie die echte Bundesliga im Fußball. Das wird sich aber alles noch zeigen, weil das muss sich einfach ein bisschen entwickeln. Und ich glaube, dass man da auch dem FIFA E-Sport einfach ein bisschen Zeit geben muss, weil es ist halt noch nicht so ein großer E-Sport-Titel wie zum Beispiel andere Spiele, so wie Dota oder so. Mhm. Aber wir haben halt durch die Fußballvereine eine extrem große Zugkraft, auch natürlich einen wirtschaftlichen Vorteil. Und von daher hoffe ich natürlich, dass das immer weiter so vorangeht. Aber jetzt aktuell läuft es eigentlich super für uns, okay, im FIFA E-Sport. Okay, verstehe. Wie sieht denn das innerhalb des Vereins aus? Also wenn du bei Schalke spielst, kriegst du das mit, wie steht die E-Sport-Abteilung da? Also siehst du mal die Fußballprofis, kommt von denen auch mal ein Spruch, die spielen ja auch alle gerne so. Ich merke wirklich sehr, sehr häufig, wie gut wir in dem Verein halt auch angenommen werden. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, irgendwie sei es mit den Profis. Ich habe jetzt eigentlich schon unzählige Profis einfach mal so getroffen, da mit den FIFA gespielt, einfach so geredet. Ich war zum Beispiel im letzten Jahr mit denen auf der Asien-Tour, wo ich dann halt mit dem ganzen Profikader mitfliegen durfte. Und so gibt es da eigentlich nichts zu bemängeln. Okay, wer ist das größte Talent? Aus dem Profikader jetzt? Ja. Also ich muss sagen, der Caligiuri, der hat mir auch erzählt, er war früher ja noch bei Freiburg und da hat er noch immer relativ viel FIFA gespielt. Jetzt bei Schalke meinte er zu mir, hat er nicht mehr so viel Zeit, deswegen ist er ein bisschen runtergekommen von seiner hohen Qualität. Aber er war auf jeden Fall ziemlich gut und das hat man schon gemerkt, dass der auch ziemlich viel Ahnung hat von dem Spiel. Und von daher, ja, der ist mit so der beste Spieler, den es so gibt. Ja, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg auf jeden Fall. Grüß den Rest im Verein, insbesondere Naldo natürlich. Mach ich. Ex-Bremer. Und genau, wir schauen mal, was Nils und Andreas als nächstes so im Programm haben. Ja, wir sind jetzt hier Backstage auf der Rocket Beans Bühne. Im Hintergrund ist unsere Regie. Da werden alle Sendungen gefahren. Da sind die Menschen, die am meisten zu tun haben und am seltensten im Bild sind. Das ändern wir gerade mal. Hey Leute! Hallo! Hallo, tut mal was! Wow, Profis am Werk. Ja. Aber viel zu tun hat natürlich auch Tommy Krabbeis, denn der betreut in diesem Jahr auch wieder das Cosplay Village. Hat sich da sehr viel Sachen überlebt für die Kostümierten unter euch. Was es da genau zu sehen gibt, das sehen wir jetzt. Herzlich willkommen im Cosplay Village 2018. Ich stehe jetzt gerade in unserer Shadow of War Deko, unserem Shadow of War Foto Point und Fotopointe gerade einmal für euch, damit ihr ein bisschen seht, wie das gedacht ist.
So, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Wollen wir in die Deko vielleicht da hinein? Es ist Gott sei Dank noch wenig los, weil das Team tatsächlich pünktlich um 10 Uhr hier war und die Leute gerade erst rein. Guten Morgen! Magst du vielleicht ganz kurz sagen, also Betonung auf kurz, was ihr hier für einen Service bietet? Also wir haben verschiedene Materialien hier zum Reparieren von Kostümen und ja, wir helfen den Leuten, falls sie Hilfe brauchen. Was sind denn die schlimmsten Unfälle? Ich glaube, das Schlimmste, was wir hatten, also es war noch nicht viel Schlimmes da, halt Befestigungen, die nicht funktioniert haben oder Elektronik, die versagt hat. Elektronik scheint mir relativ oft der Fall zu sein. Ich sehe sehr oft Leute mit flackernden LEDs im Kostüm. Ja, mittlerweile leider ja. Wir haben auch wie im letzten Jahr wieder unsere Zeichnerallee, die diesmal in einem Achteck. Ist das dann ein Achteck ist ein Oktogon, ist das richtig? Ja, Oktagon. Der Redakteur nickt und der muss es wissen, weil der hat Google. Hier haben wir eine japanische Polizeistation, die, wenn man genau hinschaut, auch so ein bisschen was Resident Evil-haftes hat. Das liegt daran, dass das eigentlich Resident Evil thematisch ist. Wir aber in der Family and Friends Halle sind, wo wir dann einfach gesagt haben oder die Kollegen uns angeboten haben, hey, wir können es ja Richtung japanische Polizeistation trimmen. Das heißt, wenn man genau hinschaut, sieht man noch die Hinweise auf Resident Evil. Wenn man aber nicht ganz so genau, so ein bisschen nur so drüber guckt, sagt man, ach so, ja, japanisches Polizeirevier. Man kann hier auch Fotos machen, man kann ein- und ausbrechen. Kleiner Funfact zu dieser Toilette hier. Der Tim, einer unserer Ausstatter, hatte die patiniert und die sah so ekelhaft und so extrem und so krass aus, dass ich zu der lieben Kollegin hier gesagt habe, kannst du bitte so nett sein und sie ein bisschen reinigen? So, wir kommen jetzt zu dem Herzstück des Cosplay Village. Dies ist die Cosplay Stage. Powered by C Project Red, den Leuten, die The Witcher gemacht haben, wie man offensichtlich sieht. Für die Leute von euch, die Witcher gespielt haben, die kennen vielleicht die Szene, in der Geralt Theater spielen muss. Dieser Vorhang zum Beispiel, der im Game ist, den kann man ja nicht einfach so kaufen. Wir haben den Vorhang aus dem Game sozusagen rausgegrabt, haben ihn nachgemalt, haben ihn dann ausgedruckt und dann wieder mit einem anderen Stoff hinterfüttert, weil echter Brokat, den jetzt mal schnell nähen lassen, das hätte vielleicht ein bisschen gedauert und viel gekostet. Und alles das, was ihr hier seht, ist eine Metallbühne, die ein Holzcosplay hat. Hier kann man das sehen. Das ist alles Eisen, die üblichen Eisendinger, wie man sie halt hier auf der Messe auch braucht. Denn Holz ist hier nicht erlaubt, denn Holz brennt. Und jetzt muss ich mich gleich fertig machen, nochmal Deo auflegen, denn wir zeichnen eine Sendung für Rocket Beans auf, und zwar Bombay Beans mit David, mit Norm, die ihr vorher schon gesehen habt, und mit Fabian Siegesmund und mit mir. Oh fuck. In Köln zur Sommerzeit, da brennt die Sonne immer gnadenlos. Deswegen freuen wir beide uns, dass hier draußen zur Abwechslung mal ein frischer Wind weht. Ja, und da ist nämlich auch was im Busch bei Activision. Die haben nämlich Call of Duty Black Ops 4 am Start. Und es gab eine kleine Kontroverse um die Schreibweise, denn es war nicht das klassische IV, sondern eben diese vier einzelnen Striche. Aber ich habe mich da mal informiert, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Früher gab es schon antike Schreiberlinge, die, um eine Verwechslung mit dem Gott Jupiter zu vermeiden, statt IV für JU haben. Kann es nicht sein, dass sie das vielleicht wegen Battlefield gemacht haben, weil Battlefield 5 auch dieses V hat als 5 und die wollten einfach nicht, dass es gleich aussieht? Das ist ja absoluter Quatsch. Viet hat sich Call of Duty angeschaut und gibt erste Einschätzungen zum Gameplay. Hey Friendos, ich durfte mir vorhin bei Activision Blizzard die neueste Version von Call of Duty Black Ops 4 anschauen. Und bevor ich etwas über die neueste Version bzw. Gamescom-Version erzähle, erzähle ich nochmal allgemein etwas zu Black Ops 4. Black Ops 4 ist die langlebigste Call of Duty-Subserie überhaupt. Mit dem vierten Teil gehen sie damit einen neuen Schritt, und zwar einen nicht sehr guten, denn sie canceln die Singleplayer-Kampagne. Ja, Call of Duty Black Ops 4 hat keine Singleplayer-Kampagne mehr, der Fokus liegt nur noch auf dem Multiplayer. In Call of Duty Black Ops 3 wurden die Specialists eingeführt und in Black Ops 4 wird es jetzt fortgeführt. Das heißt, in jedem Team gibt es verschiedene Soldatentypen, die dann Spezialfähigkeiten und Ultimates haben. Es ist sehr ähnlich wie Overwatch, aber das ist auch nicht so unverständlich, weil die Entwickler von Overwatch tatsächlich an dem Treyarch-Titel jetzt mitarbeiten. Was jetzt auch ganz, ganz neu dazu kommt, ist Battle Royale. Alle reden über Battle Royale, alle Welt spielt Battle Royale, PUBG, Fortnite, Battlefield hat mittlerweile ihr Battle Royale und selbstverständlich wird auch die Call of Duty-Serie einen Battle Royale-Modus haben. Und den Modus konnte ich mir leider nicht anschauen auf der Gamescom, denn am 15. September kommt eine weitere Beta zu Call of Duty Black Ops 4 und dort soll man angeblich den Battle Royale Modus testen können.
In meiner Gamescom-Version habe ich eigentlich fast das gleiche gespielt, was es schon in der vorherigen Beta gab. Ihr habt die 10 Operators mit ihren Spezialfähigkeiten, ihr habt 6 verschiedene Maps, diesmal kamen noch 2 weitere dazu. Und ich durfte auch die neuen Multiplayer-Modes mir anschauen. Es gibt zum Beispiel den Heist-Modus, der sehr, sehr ähnlich wie Counter-Strike ist. Und Control, also ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsmodes mittlerweile bei Call of Duty, der neu dazugekommen ist. 2 Teams, jeweils mit 20 Leben, und es gibt 2 Kontrollpunkte, die entweder verteidigt oder eingenommen werden müssen. Sehr, sehr spannende Matches, super schnell, fühlt sich super an. Ich freue mich drauf. Call of Duty Black Ops 4 ist eine logische Weiterentwicklung von Call of Duty Black Ops 3. Sie machen einfach das, was sie vorhin schon gut gemacht haben, jetzt noch besser. Und ja, wer Black Ops 3 mochte, wird auch Black Ops 4 mögen. Wer nur Multiplayer spielt, wird mit Black Ops 4 zufrieden sein. Aber wer nur Singleplayer spielt, der sollte vielleicht die Finger davon lassen. Battle Royale könnte interessant werden. Die ganzen Battle Royale-Modis, die wir bisher gesehen haben mit PUBG und Fortnite, haben eine recht clunky Spielphysik, beziehungsweise die Shooter-Mechanik war nicht so gut wie bei Call of Duty. Call of Duty hat eine sehr, sehr gute Shooter-Mechanik, läuft immer auf 60 Frames, und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, ob das gut sein wird. Natürlich gibt es dieses Jahr auf der Gamescom auch wieder ganz viele Merch-Stände, und zwar in Halle 5.2. Ja, da gibt es natürlich wirklich alles, was das Herz begehrt. Viele gehen da mit vollen Taschen raus, und zu Recht, muss man sagen. Marc Lehmann war vor Ort und hat mal nachgefragt, wie viel die Leute wirklich ausgeben möchten. Ja, wer kennt das nicht? Man fährt zur Gamescom, steht in der Schlange und merkt auf einmal, shit, ich habe schon wieder vergessen, ein T-Shirt anzuziehen und stehe oben ohne hier. Gar kein Problem, denn T-Shirts und vieles anderes gibt es natürlich auch dieses Jahr wieder in der Merchandising-Halle. Dieses Jahr hier oben 5.2. Was da so geht, schauen wir uns mal an. Für viele Gäste ist der Besuch der Merchandising-Area ein genauso fester Bestandteil der Gamescom wie das Spielezocken. Es gibt wie immer alles, was das Herz begehrt. Kleidung mit viel Stoff, mit weniger Stoff, mit ganz wenig Stoff, süße Tierchen, gefährliche Kreaturen, was zum Lesen, was zum Spielen, zum Aufhängen, zum Umhängen, zum Anhängen, zum Maskieren, Markieren und vieles mehr. Was kommt euch in die Tüte, den Beutel oder den Würfel? Mehr die Figuren. Textilsachen, ja. Eher der Figurentyp. Eher vielleicht. T-Shirt da oder irgendwas besonders zum Spiel. Xenomorphs-Figuren von Alien. Something from Assassin's Creed. Vorrangig Figuren, dann eben T-Shirts und eben vielleicht auch Plüsches, je nachdem, wie die Preise aussehen und ja, wie viel ich auch tragen kann. Ja. Ja, der eine ist eher Fan von dem Spiel, der andere eher von dem Spiel. Aber was uns alle eint, ist doch, dass wir Fans der Gamescom sind. Deshalb sind wir alle hier. Deshalb gibt es natürlich auch wieder offiziellen Merch. Und wir fragen einfach mal nach, was es so gibt hier. Also bei uns kriegt ihr euer individuelles Gamescom-T-Shirt. Ihr könnt euch das Design aussuchen, die T-Shirt-Farbe. Die werden frisch gepresst. Unser absoluter Dauerbrenner ist das Limited-Shirt dieses Jahr, die 10 Years Edition. Die war gestern schon ausverkauft. Und natürlich ganz viele Accessoires zu Gamescom. Tassen, Lanyards, Sticker. Die Doc-Tags gibt es in Halle 5, 8 und 9. Also wir sind echt in jeder Halle vertreten und ihr findet uns überall. Jetzt dreht sich alles um ein niegelnagelneues Beat'em Up von Bandai Namco. Das nennt sich Soul Calibur 6. Es geht wieder um das böse Schwert und das gute Schwert. Ist also ein Spiel für quasi schwerterziehbare Gamer. Gregor und Fabian Döhler haben sich das Ganze mal angeschaut und geben Infos zum neuen Titel. Fabian, schön, dass du da bist. Und nicht nur Fabian, sondern Marco. Hi. Schön, dass du auch da bist. Wir wollen gleich ein bisschen Soul Calibur 6 spielen. Marco, was habt ihr uns alles mitgebracht? Warum ist Fabian extra hier? Er ist natürlich immer gut, dass du da bist. Du hast mich ja freundlicherweise eingeladen. Ja, ich fand es eigentlich ganz toll. Wir haben ja in Soul Calibur 6, wenn man die Serie verfolgt hat, immer verschiedene Gastcharaktere. Ja, und ich glaube, ich überlasse es dir selbst. Wer ist denn drin von euch? Geralt. Ich wusste es natürlich. Geralt von Riva. Ja, oder Rivia, je nachdem, in welcher Sprachversion du bist. Oh. Es ist nicht nur so, dass wir gesagt haben, hier sind die Assets, coole Kooperation, macht mal, sondern also die Zusammenarbeit ist wohl recht eng tatsächlich. Und eure Jungs sind wohl mega entspannt. Also, ja, also Geralt, ihr werdet sehen, Geralt passt auch mega gut ins Universum von Soul Calibur. Also was wir heute dabei haben, ist tatsächlich der VS-Modus. Mhm. Das heißt, wir haben hier schon mal 13 Charaktere zur Auswahl. Ist ja wie gemalt. Oh Mann, die Musik triggert bei mir echt immer. Die hatten wir bei einem Trailer.
Da kommen Erinnerungen hoch. Mhm. So, dann. Also, okay, du hast ein Schwert. Knapp. Hier, gut. Ich hab auch ein Schild. Ja, okay, los okay. geht's. Alter, das sieht man halt, wer die ganze Nacht wieder gespielt hat. Wer war das wohl? Oh. Hallo, Leute. Verlierst du, Fabian? Der Chat hilft mir aber auch nicht. Jetzt komm, jetzt hast du ihn mal am Abgrund. Ah, Draw, nochmal. Jetzt ja. Nicht, ja, ja, ja. Ja. Da bin ich doch geschützt. Kann Geralt überhaupt verlieren? Ja. Alter. So macht man das. So, machen wir mal Random Stage. Also die Stages sind auch alle anders aufgebaut, also mal ein Trapez, ein Hektagon oder mal ein Kreis. Gab es noch sowas, dass sich Stages teilweise verändern? Also ein Ringout gibt es zwar, aber irgendwie durch den Boden brechen und dann weiter? Nee, das hier nicht. Das haben wir zum Beispiel in Jump Force tatsächlich. Aber der Ringout ist ganz normal, da haben wir ja gesehen. Genau, richtig. Das ergibt doch keinen Sinn, was der da macht. Doch, er ist so ein bisschen cool drauf. Hast du eigentlich schon hier hinter uns die... Oh, Schwerthieb und geil. Und ey, du blockst ja mega krass. Wieso bist du denn so gut im Blocken? Ey, können wir denn mal super Block und du hast geschwindig gerollt. Dance. Ja, ja, ja. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with some with somebody. Ja, Nils kann nichts und gewonnen. Vielleicht solltest du die PR dann übernehmen. Gar kein Problem. Unabhängig davon. Ja, genau, Soul Calibur. Erstmal, vielen Dank, Fabian. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja. Das hat mega Spaß gemacht. Immer wieder. Marco, auch vielen Dank fürs Präsentieren. Ich habe zweimal geführt und zweimal noch verkackt. Trotzdem war es gut. Danke, aber das macht tatsächlich Spaß. Aber du bist ja auch HSV-Fan. Die führen ja nicht, das ist der Unterschied. Okay, damit an der Stelle möchte ich bitte... An der Stelle beenden wir das. Vielen Dank, dass wir euch hier Soul Calibur 6 zeigen durften. Ja, Nils, das war's schon wieder mit Gamescom TV. Ja, die Leute hier verlassen bereits die Messehalle. Sie verhalten sich korrekt. Sie gehen durch das dafür vorgesehene Verlassungstor. Und deswegen gibt's nichts zu beanstanden. Ja. Auch an dieser Sendung gibt's nichts zu beanstanden, außer vielleicht, dass sie vorbei ist. Mist. Aber wir sehen uns morgen wieder mit einer nägelnagelneuen Ausgabe Gamescom TV. Ciao. Tschüss.